Unterhaltsame Kirche statt Nachfolge Jesu. Die Kirche, wie sie sich vielerorts heute präsentiert, hat sich in weiten Teilen von dem entfernt, was Jesus uns aufgetragen hat. Sie hat sich in eine institutionelle Form von Unterhaltung verwandelt, die mehr darauf abzielt, Menschen zufriedenzustellen, als Nachfolger Jesu zu formen. Es ist Zeit, dass wir uns fragen, entspricht das, was wir heute erleben, der Gemeinde, die Jesus gegründet hat? Schauen wir uns 20 Gründe an, warum die heutige pastorale Kirche nicht mehr der Urgemeinde gleicht und wie sie oft den Auftrag Jesu missversteht. Mangelnde Jüngerschaft. Die heutige Kirche fördert oft keine echte Jüngerschaft, sondern religiösen Konsumismus. Statt die Menschen zu lehren, Nachfolger Jesus zu sein, wird ihnen Unterhaltung geboten, damit sie bleiben. Jesus forderte uns jedoch auf, Jünger zu machen, nicht Zuschauer. Fokus auf Popularität statt Wahrheit. Die Urgemeinde war klar, aber stark im Glauben. Heute scheint es in vielen Kirchen darum zu gehen, möglichst viele Menschen anzuziehen. Und dafür wird oft die Botschaft abgeschwächt. Die harte Wahrheit wird selten gepredigt, um niemanden zu vergraulen. Doch Jesus sagt, dass der Weg eng ist und wenige ihn finden. Verlust der Selbstaufopferung. In der Urgemeinde verstanden die Gläubigen, dass Nachfolge Selbstverleugnung und Kreuztragen bedeutet. Doch in vielen heutigen Kirchen wird der Glaube als ein Mittel zur persönlichen Bereicherung und zum persönlichen Glück dargestellt. Kein Raum für Buße. Die Apostel predigten Buße und Vergebung der Sünden. Heute wird Buße oft vermieden, weil sie als unangenehm empfunden wird. Stattdessen wird der Fokus auf ein positives Lebensgefühl gelegt, das den tiefen Schmerz der Sünde und den Ruf der Umkehr ausklammert. Lehre des Wohlstandsevangeliums. Das sogenannte Wohlstandsevangelium vermittelt die Botschaft, dass Gottes Segen in materiellen Gütern besteht. Die Urgemeinde hingegen war oft arm und verfolgt, doch sie hielt an der geistlichen Wahrheit fest, dass der Glaube nicht dazu dient, irdischen Reichtum zu erwerben. Entertainment statt Anbetung. In vielen Kirchen wird die Anbetung zu einer Show. Es geht um das richtige Licht, die passende Musik und eine perfekte Inszenierung, um die Menschen zu beeindrucken. Doch wahre Anbetung ist kein Spektakel, sondern ein Ausdruck von Ehrfurcht und Hingabe an Gott. Vermenschlichung Gottes. Die heutige Kirche versucht oft, Gott auf das Niveau des Menschen herabzuziehen, indem sie ihn als einen freundlichen Vater darstellt, der uns alles durchgehen lässt. Doch Gott ist heilig und die Urgemeinde verstand das. Sie lebten in der Furcht Gottes und Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit. Kein Fokus auf Heiligung. Die Urgemeinde lebte in Heiligung und Absonderung von der Welt. Heute wird oft gelehrt, dass wir uns der Welt anpassen müssen, um sie zu gewinnen. Doch die Schrift sagt uns klar, dass wir nicht dieser Welt gleichförmig sein sollen. Verlust der Gemeinschaft. In der Urgemeinde war Gemeinschaft entscheidend. Man trug die Lasten des anderen und lebte als Familie im Glauben. Heute jedoch sind viele Kirchen zu anonymen Orten geworden, wo die Menschen nebeneinander sitzen, aber keine echte Gemeinschaft pflegen. Keine Verfolgung. Die Urgemeinde erlebte Verfolgung, weil sie kompromisslos für Jesus lebte. Heute jedoch meiden viele Kirchen jede Kontroverse und jede klare Stellungnahme, um nicht in Ungnade zu fallen. Das Kreuz hat seine Schärfe verloren. Falsche Prioritäten. Die Prioritäten der Urgemeinde waren klar. Gebet, Lehre, Gemeinschaft und Brotbrechen. Heute stehen oft Events, Programme und persönliche Erfolge im Vordergrund, während das Gebet und die Lehre vernachlässigt werden. Mangelnde Hingabe zum Gebet. Die Urgemeinde war voller Gebet und erlebte dadurch das Wirken des Heiligen Geistes. Heute wird das Gebet in vielen Kirchen auf ein Minimum reduziert, weil es nicht unterhaltsam genug ist. Der Glaube als Privatsache. In der Urgemeinde war der Glaube öffentlich und sichtbar. Sie bekannten Christus in allem, was sie taten. Heute wird oft vermittelt, dass der Glaube eine private Angelegenheit sei, die man nicht in der Gesellschaft zur Schau stellen sollte. Doch Jesus sagte, wer mich von den Menschen bekennt, den will ich auch von meinem Vater bekennen. Schwache Lehre. Die Urgemeinde war geprägt von klarer, fester Lehre. Heute wird oft eine verwässerte Lehre gepredigt, die sich an den Wünschen der Zuhörer orientiert, anstatt das volle Evangelium zu verkündigen. Weg der Bequemlichkeit. Viele Kirchen predigen heute einen bequemen Weg, einen bequemen Glauben, der keine Kosten hat. Die Urgemeinde wusste, dass der Weg der Nachfolge Opfer fordert. Sie wussten, dass das Christsein nicht bequem, sondern oft voller Herausforderungen und Prüfung ist. Abhängigkeit von Struktur statt vom Geist. Die Urgemeinde war abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Viele heutige Kirchen jedoch verlassen sich mehr auf Strukturen, Programme und Marketingstrategien, um zu wachsen. Doch das wahre Wachstum kommt vom Herrn.
Verlust der Ernsthaftigkeit. In der Urgemeinde war der Glaube eine ernsthafte Sache. Die Gläubigen wussten um die Dringlichkeit des Evangeliums und lebten danach. Heute jedoch wird der Glaube oft als Freizeitbeschäftigung behandelt, ohne den tiefen Ernst der Entscheidung für oder gegen Christus zu erfassen. Geringe Opferbereitschaft. Die Urgemeinde war bereit, alles zu geben, sogar ihr Leben für das Evangelium. Heute hingegen wollen viele Christen den Glauben, ohne dass es sie etwas kostet. Aber Jesus ruft uns dazu auf, alles zu geben. Keine geistliche Autorität. Die Apostel predigten mit Vollmacht und Kraft und der Heilige Geist bestätigte ihr Wort durch Zeichen und Wunder. Heute jedoch fehlt es oft an geistlicher Autorität, weil die Botschaft verwässert wurde und der Glaube nicht mehr kraftvoll verkündigt wird. Falsches Evangelium. Die größte Tragödie vieler Kirchen ist, dass sie nicht mehr das wahre Evangelium predigen. Sie bieten den Menschen eine leichte Version des Christentums, die keine Opfer, keine Umkehr und kein Gehorsam fordert. Doch Jesus sagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Zurück zur wahren Nachfolge. Jesus hat uns nicht berufen, Zuschauer oder Konsument zu sein, sondern Nachfolger. Die Kirche sollte keine unterhaltsame Veranstaltung sein, sondern ein Ort der Hingabe, des Gebets, der Jüngerschaft und der Heiligung. Wir müssen aufhören, die Menschen mit oberflächlicher Unterhaltung zufriedenzustellen und anfangen, sie mit der Wahrheit zu konfrontieren. Denn die Wahrheit macht frei, nicht die Unterhaltung. Lasst uns zur einfachen, kraftvollen Botschaft des Evangeliums zurückkehren, zur Ernsthaftigkeit des Glaubens und zur wahren Nachfolge Jesu. Denn nur so können wir als Gemeinde das erleben, wozu Jesus uns berufen hat.